Herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die in der Alpha 9, zu meinem zweiten Part in Staffel 1. Beim letzten Mal war ich irgendwie nicht hier oben, wo ich eigentlich ausgeloggt bin, denn ich war irgendwie unterhalb und wieso bin ich jetzt hier draußen? Das ist sehr interessant. Und zwar habe ich was rausgefunden noch, ich muss erstmal irgendwie wieder hier reinkommen in die ganze Geschichte. Und was ich noch rausgefunden habe, ist, ich habe, mal das Mikro weiter rüber stellen hier, ich habe eingestellt, wo ich angefangen hatte, den Schaden, den ich austeile, der ist ziemlich gering, ne? Also sehr gering, und deswegen hat es auch so lange gedauert, bis die Dämme umgefallen sind. So, jetzt muss ich erstmal wieder hier reinkommen in meine Hütte. Dann ist ja hier. Das ist ja eigentlich mein Spawnplatz, oder? Ja. Ne? Ja. Genau. Das habe ich nämlich rausgefunden. Ich habe nämlich noch eine Welt gemacht für mich selber. Und habe die sozusagen. Ich muss immer mal gucken. Ja, das ist nämlich gar nicht so einfach. Denn hier baue ich keine Tür ein. Das ist einfacher. Die können wir eigentlich schon mal bauen. Haben wir eigentlich noch genug Holz einstecken? Nö, ne? Oder doch, euer. Haus. Und zwar. Wooden Door. Und dann nehmen wir mal die ganzen Hölzer hier. Und machen uns mal eine Tür. Währenddessen das hier craftet, können wir hier mal das Ding wieder einschlagen. Und. Ja, ich bin noch ein bisschen ziemlich im Eimer zwecks Trinken. Aber zumindest ist mein Dusch. Ach nee, hier war das nicht. In meinem Singleplayer, also in meinem anderen normalen, weil ich will ja das ein bisschen außerhalb spielen, um mich ein bisschen auseinanderzusetzen mit der Thematik 7 Days to Die und vielleicht ein bisschen was zu machen sozusagen. Und das ist ja meine Aufnahmewelt hier. Es kann nur passieren, dass er jetzt mehr in der Woche, auch mal in der Woche, solange Baby noch nicht da ist, mehr seht. Oder vom Baby der hat man sehen. Je nachdem, wie es mir geht. Ich gehe auch wieder arbeiten. Gott sei es getan. Und haben wir eigentlich noch einen Pfeil drin? Ne, Pfeil habe ich keine mehr. Schade. Na gut, machen wir ein bisschen schneller hier. Dauert ziemlich lange, oder? Mann, 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 nur hier ins Haus wieder reinzukommen. Ach nee. Ich hoffe, ich bin bald drinne. Denn es wird mir schon langsam dunkel und ich muss ja nach kurz ein bisschen was erkunden hier. Denn das wird erstmal meine Basis sozusagen. Ich würde sagen, ich ziehe hier auch in das Haus ein. Ich will nur hoffen, dass mir die Zombies mir nicht meine Bude randalieren. Und ich frage mich immer noch, warum ich auf dem Dach spawne. Es wird sehr dunkel. Schlag mal schneller hier, komm. Ich möchte wieder hier rein. Hallo. Na komm, na komm. Juhu. Jetzt brauchen wir erstmal eine. Ich brauche eine Axt. Axt, Axt, Axt. Hallo. Hier. Wooden, nee. Stone Axe. Hab kein Gras mehr einstecken, oder? Schade, schade, schade. Aber ich habe eventuell eine Tür. Das ist schon mal viel wert. So. Ich habe zumindest eine Tür und hier habe ich, glaube ich, schon alles durchsucht. Ja, habe ich schon. Hier auch schon. Na super. Ich habe nichts Grasiges einstecken.
Ach du Gott, hier hinten müssen wir auch noch irgendwie durch. So, Mann, schnell hier. Kurz was geholt. Das Auto haben wir auch schon. Ich habe zumindest eine Keule. So, die geht schon viel besser. Schon viel, viel besser hier. Komm mal her hier. So, na komm. Tankstelle. Nein, da ist ein Hase. Da schlage ich nicht drauf. Um Gottes Willen. Denn da habe ich in meiner Singleplayer-Welt, also in meiner normalen Welt, die ich vor mir spiele, auch auf dem Hasen eingeschlagen. Der da war. Und was ist passiert? Ich bin in die Luft geflogen. Cool, wa? So, was ich eigentlich wollte, ist eigentlich ein bisschen Lehm. Und da wir aber kein Gras haben, muss ich das mal noch schnell machen hier. So, dann brauchen wir noch einen kurzen Stein. Zack, zack, Stick, Craft, komm schon, mach hin. Dann kann ich zumindest gemütlich in meiner Hütte ich hoffe, das klappt jetzt. Und lass mich raten, ich habe da keinen Platz einstecken. Charakter, ich habe schon eine Mütze. Sandstein, aber Sand. Für einen Mist. So ein Mist. Ich brauche eigentlich Lehm. Verdammter Mist. Eigentlich Lehm. Den Scheiß können wir auch mal wegschmeißen hier. Ich gehe erstmal rein ins Haus. Mal sehen, ob ich hier noch. Nee. Ich gehe erstmal rein ins Haus und du musst erstmal hier drinnen verbarrikadieren. Schon wieder. Und ja, müssen wir mal sehen, dass wir die Nacht irgendwie überstehen. Ja, ich kann nicht so viel davon trinken, ich weiß schon. Nee. Ach, so, zumindest kriegt man, weil es das ist, kriegt man, zumindest trinkt und isst, wenn man isst, kriegt man Metall wieder und die Büchse wieder. Und wenn man trinkt jetzt aus dem Glas, kriegt man die Gläser wieder. Das ist schon mal viel wert, wenn man die Gläser wieder kriegt. So, und wie komme ich jetzt wieder hinten rein? Oh Mann, ey, ich habe so schon verbarrikadiert hier. Was ich aber noch mache, ist mal noch schnell eine Fackel craften. Ich mache mir mal noch schnell eine Fackel. Tja, jetzt habe ich schon vorne eine Tür eingesetzt, aber selber. Entschuldigung. Ja. So, So, jetzt haben wir eine Fackel haben wir ja noch. Die können wir erstmal da hinstellen. Können wir zumindest hoffen, dass wir die Nacht erstmal überleben. Und ich will hoffen, dass sie schnell vorbeigeht. Da.
Das kann jetzt eine Weile dauern, bis ich da hinten durch bin. Deswegen mach ich mir mal schnell einen zweiten Eingang. Wer hätte das gedacht, ey? Ich sperre mich aus meinem eigenen Auto Haus aus, ey. Gibt's nur sowas, dir? Gibt's nur sowas? Ich sperre mich aus meinem eigenen Haus aus. Da, wo ich mich niederlassen wollte. Gut, zumindest sind die Fenster vernagelt. Ich hätte von hinten reinkommen können. Okay. So, hier können wir mal. Hier braucht man ganz kurz hell. Aber nur ganz kurz. So, tut zumindest über eine Minute erstmal brennen. Lecker. Naja, zumindest ist die Leiche erstmal weg. So, und da war nichts drin, also unten ist drin und da. Ja, und hier können wir nicht viel machen, weil uns fehlt der Lehm. Das ist natürlich etwas Mist. Crushed Sand. Kann man eigentlich nicht auch Lehm draus machen? Zumindest sieht es immer nicht so schlecht aus wie in meinem anderen, meinem Singleplayer. Da sieht es nämlich etwas schlechter aus. So, schön die Fenster verbarrikadieren. Und ich muss mir unbedingt einen Hintereingang einfallen lassen. So. So. Ich habe zumindest. Da können wir erstmal hier eine Weile verbleiben. Hier ist keiner drin. Haut ab. So. Warte mal, was wir eigentlich machen können. Ach ne, brauche ich einen Kochtopf dazu? Nee, ne? Kann ich hier nicht Wasser kochen? Nee, Wasser aufkochen kann ich hier auch nicht. Okidoki. Aber was wir machen können, ist erst einmal noch ein paar Pfeile. Cross bauen wir schon. Crossbolt. Da fehlt uns wieder Stein. So, die haben wir jetzt auch. Das klingt gar nicht gut. Die schlagen mir die Bude ein. Komisch, dass ja das Haus auch keinen Dachboden hat. Ist schon merkwürdig. Naja, gut. Wir haben zumindest hier schon mal Schutz. Was uns wie gesagt fehlt, ist. Nee, Woodspike nicht. Uns fehlt eine Kochstelle, also wo wir sozusagen direkt drin kochen können. Das fehlt uns hier. Leider. Aber passt schon. Nee. Mit Metal Strips, nee, ist auch doof. Ein Clay haben wir leider nicht. Clay, Lump of Clay, das ist Sand und Wasser. Aha.
Das ist aber Erde, oder? Sieht aus wie Erde. Warte mal. Und Wasser? Crushed Sand. Nee, das geht leider nicht so, wie ich es dachte. Ach nee, ach nee. Habe ich mir schon fast gedacht. Das können wir zumindest noch zu Brettern machen. Das ist gut. Und jetzt müssen wir irgendwie hier die Nacht überstehen. Es wird zumindest, so sieht's aus, es wird zumindest erstmal wieder hell. Schauen wir mal. Vielleicht mache ich mir noch eine Tür, die setze ich dann hier ein, dann habe ich zumindest hier reinkommen. Vorne habe ich eine Tür drin für den Fall der Fälle. Boah. Gucken wir mal. Gut. Hier wollte gerade jemand die Tür einschlagen. Gibt's noch sowas? Nix ist. Oh, es wird schon wieder helle. Es wird hell. Guck mal, die Sonne geht auf. Ist das nicht schön? Jetzt können wir gleich schon wieder auf die Jagd gehen. Und da, jetzt muss ich erstmal wieder rauskommen. Wo ich kann dann auch durch die Tür vorne gehen. So, werden wir auch mal machen. Wir werden jetzt mal hier rausgehen. Und mal gucken, wo die hier die Bude einschlagen. Denn nachts rennen die ja eigentlich schneller. Deswegen war ich jetzt nachts auch nicht draußen. Aber mal schnell die Bude hier auf den Kopf stellen. So. Okay. Hier sieht's gut aus. Und auch ziemlich hoch explosiv, nachdem man ja alle so rumsteht. So. Jupp. Hier gibt es einen Hintereingang. Hallo? Hallo? Möchte jemand rauskommen? So, mal gucken, was im Auto ist. Gott, das will ich. Das hört sich an wie... Halleluja. Ist das gefährlich, ja. Das hört sich an wie... Hilfe. So, ich gehe mal kurz ins Haus zurück und gucke mal, ob ich ein paar Kisten bauen kann. Dann kann ich zumindest das Zeug mal in die Kisten packen. Sortieren tue ich dann später. Halt mal die Tür zumachen. Ja. Dann tue mal hier meine Kiste hin. Chest. Haben wir irgendwo eine Chest? Secure Storage Chest. Sehr gut. Machen wir 4 Stück. Die können wir uns zumindest mal hier im Haus aufstellen. Und vielleicht mache ich den Raum ein bisschen größer. Mal sehen. Oder ich mache das jetzt hier rein. Ah, 2 haben wir schon mal. 3. Sehr gut. So, die Duo mal kurz hier aufstellen, weil ich habe ja sowieso weil ich habe ja eine Duo hier drüben hin. So. Mit der linken Maustaste kann man die drehen. Okay. So, hier tun wir mal. Ah, haben sie immer noch nicht geändert. Das rein. Alles, was man hier in Essen brauche ich erstmal. Holz können wir auch erstmal hier lassen. Also. So.
Tun wir den Sand hier rein, den Kaffee, die Aloe. Das lassen wir mal hier, das lassen wir mal hier und das hier. Das tun wir drüben hin. Ja, jetzt braucht man ein bisschen zugemüllt die ganze Sache, aber ich würde das dann später sortieren. Ich will jetzt erstmal nur die wichtigsten Sachen, die wir erstmal essen. Die Pillen, aber die machen wir mal drei mit Nei. Die Aloe, tun wir mit rein, das können wir noch gebrauchen. Bücher mit raus, das tun wir drüben hin. Hundefutter können wir erstmal hier lassen. Du kannst mit raus, okay. Das hier und das hier. Irgendwo mal schnell zu craften. Aus dem Grund wollen wir das hier rein tun. Und jetzt gehen wir erstmal auf Lehmsuche. So, die Mütze lassen wir hier. Candy Tin lassen wir hier. Und Scrap Lead lassen wir auch hier. Gut, den Rest nehmen wir mit. Und Durst habe ich immer noch. Cool. Gucken wir mal noch schnell, ob man hier irgendwo. Lehm finden. Manchmal hat man ja auch Glück, dass man hier irgendwo Lehm oder sowas findet. Zumindest gehe ich dann auch gleich mal drüben in die anderen Häuser. So, trockenes Gras. Gucken wir mal noch schnell hier. Hier. Na komm. In meiner Singleplayer-Welt müsste ich auch ein bisschen tiefer graben. Da gab es dann aber auch Lehm. Ich glaube, das haben die hier auch in mehreren Schichten glaube ich, auch gemacht. Hallo? Ja. Und Sand und Klee haben wir doch schon. Guck ihr mal an. Da ist doch schon Klee dabei. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann gehen wir auch gleich wieder rein und dann können wir uns zumindest auch schon mal diese ersten Sachen craften. Und ja. Interessant, dass es da unten ausgebrochen ist. Hm. Egal. So, wie gesagt. Wie ihr seht, die Spitz. Hacke, die Axt hier, die erste, die man schön bauen kann schon, die ist sehr, sehr, sehr nützlich. Und ist auch sehr zu empfehlen. So, jetzt gehen wir erstmal hier ins Haus zurück. Machen wir erstmal die Bude zu. Zack. So, lass mich hier hinten wieder rein. Clay reicht erstmal, um uns eine Form zu machen. Die Form ist gut. So. Supi. So. Hier tun wir jetzt die Form. Ne, hier kommt die Form rein. Und jetzt können wir das ganze Scrap Metal nehmen. Und das ganze Scrap Metal da oben rein. Da kann das jetzt dahin schmelzen. Sehr schön. Klappt doch wie die Faust aufs Ohr. Zack. So, und du kannst auch mit rein. Klappt natürlich nicht immer, ne, dass er immer ein Iron rauskommt, ne? Aber zumindest hat es funktioniert. So. Gut. Da haben wir eigentlich Lehm gefunden und ich würde sagen, Lehm wird auch keine große Sache sein. Das war es auch von hier schon mal gewesen.
Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, denn dann gehen wir mal ein bisschen auf Tour und tun ein bisschen, uns ein bisschen was holen. Und ich brauche nämlich auch noch einen Rost. Und wie man den macht, sehe dann in der nächsten Folge, denn verdursten darf ich ja nämlich auch nie. Und das ist ja schon ganz hart an der Grenze. Ich kann mal hier davon ein bisschen was essen. Wie ihr seht, die Dose gibt es zumindest wieder in der vorhergehenden Version vor der Alpha 9.0. Hat man die ganze Dose gegessen, ne? Genauso wie das ganze Glas. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und wenn ich hier wieder weiterhin versuche zu überleben und mit euch zusammen die random generierte Karte zu erkunden. Und ich würde sagen, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen und vielleicht ein paar Kommentare, ein paar hilfreiche Tipps. Und ja, ciao, bis zum nächsten Mal.